Hallo liebe Campingfreunde! Willkommen aus unserem bescheidenen Zuhause. Heute erzählen wir euch kurz und knapp über die kleinen Plänchen, die wir vorhaben. Aber zuerst kommt das neue Intro. Also bleibt dran. Dranbleiben. Da. Wir sind zurück. Was haben wir eigentlich vor? Normalerweise planen wir immer den Urlaub, den Campingurlaub, immer ein paar Monate im Voraus. Stressfrei, sagen wir mal so. Aber diesmal ist es so, dass wir einen kleinen Kurztrip machen wollen, von Freitag bis Sonntag. Also in der Nähe von Hamburg irgendwas, wo man nicht so weit wegfahren kann, muss. Aber da, wo wir hinwollen, kann man nicht vorher buchen. Ja, aus gutem Grunde macht das Betreiber nicht mehr, dass man den Stellplatz vorher buchen kann. Man konnte vorher anrufen, buchen, wann man hin wollte, aber das macht er nicht mehr, weil einfach viele nicht gekommen sind, ohne abzusagen. Und der Platz war dann halt besetzt. Genau. Und ein anderer würde da den nehmen, aber der war besetzt halt. Das heißt, er konnte keine Knete machen und die Plätze waren frei. Und ich kann ihn auch gut verstehen. Auch wenn er da jetzt keinen Minuspunkt da, Minusgeschäft macht, weil natürlich, ja, da denken sich die Leute vorher natürlich ja dann nicht und so. Ja. Weil man muss ja auch einen Tag vorher anrufen und nochmal bestätigen, dass man kommt. Genau. Oder halt einen Tag vorher einfach mal nachfragen, ob ein Platz frei ist, weil ich wollte ja jetzt schon sozusagen was bestätigen, aber er meinte, nee, das macht er einen Tag vorher. Ja. Was wir glauben, dass da kein festen Stellplatz ist. Also es ist bestimmt so ein freier Platz wieder. Und jeder hat dieselbe Größe. Wie in Rettgendorf. Und dann sagt er so, ja, stellt euch da hin und ist gut. Genau. Ich glaube, vorher war er anders so, dass er bestimmt jeden Platz da nummeriert wurde oder so, dass er da euch hinstellt. Und das. Und wir hätten ja auch was anderes uns nehmen können, aber wir haben uns gesagt, nee, wir machen das mal. Wir einfach das mal. Auf Risiko, wenn das nicht klappt. Wenn das nicht klappt, ist es dann einfach mal schnell zu handeln und vielleicht Neues was rauszusuchen. Ja, aber wenn es klappt, wird es dann total cool sein, weil der Platz echt mega ist. Und es gibt auch Videoaufnahmen dazu, wie der ist. Also man kann sich den angucken und alles dabei, wie immer, diese Standards, ne, mit Strom und Wasser und sowas alles, Sanitäranlagen, bla. Aber es ist nicht so weit weg und das ist das vor allem Wichtige. Wir erwarten auch nicht viel, also es ist unser erster Kurztrip. Da muss jetzt nicht, also wir, nicht mehr 5 Sterne oder so, das brauchen wir nicht. Also das brauchen wir nicht wirklich. Es ist auch wieder, natürlich schauen wir auch, es ist Natur wieder, weil wir natürlich mit dem Hund, wenn wir natürlich spazieren wollen. Mhm. Und schön am mehr See. Wollen wir auch nicht, auch für diese 2 Tage jetzt auch nicht. Schön am See. Ja. In der Nähe von Sterben sagen wir euch nicht, das aber das Wichtigste ist doch, dass das Wetter mitspielt. Wir sind ja nicht chaotisch, ne? Ein bisschen. Aber vielleicht brauchen wir ja gar nicht dahin zu fahren, weil vielleicht haben wir ja Glück und wir kaufen uns selber einen Campingplatz, weil... Oh! Trommelwirbel! Rubbellose! Ihr sollt dabei sein! Wir rubbeln jetzt gleich. Wir rubbeln die Katz. Dann versuchen wir unseren ersten Glück. Erstmal ein... Ja... dann fangen wir einfach mal an. Oh, das sieht. Oh. Kriegen wir noch 1 Euro? Ja, wir haben 1 Euro gewonnen. Bei Kascha wäre es 3 Euro. 1-1-1. Ja. Wenigstens was. Oh, 10 Mal. Oh, ich dachte schon, ey. Aber wir haben noch 2. Hier. Oh. Alter, ich dachte schon 10, aber... Oh, no. Mann, leider nix. Mhm. Das war aber knapp. Alter, ich dachte wirklich 10, ne? 2 Zehner haben wir schon. Ja, wo wenn ich das für mich noch eine 10? 2 Zehner. Naja. Spiel neues Glück.
Können wir leider nichts. Ja, dann. Dreimal das gleiche Symbol muss es sein. Aber in der Reihe, ne? Nicht also horizontal. Bringst ja auch kein Glück. Oh, bitte! Scheiße, ich muss leider arbeiten. Jetzt kommt der Darby. Machen wir das doch mal so. War wohl nichts mit X. Das war knapp. Oh, wenn das wird. Das will nicht das Glück kommen, nicht auf unsere Seite. Tja. Leider nix. Tja, leider haben wir nichts gewonnen. Ich wollte schon den Chef anrufen. Ja, aber leider haben wir nichts gewonnen. Müssen weiter arbeiten, weiter büffeln. Ja, was soll's. Aber gut. Bisschen Spaß muss sein. Genau. Und Glück muss dabei haben, natürlich. Wir freuen uns auf unseren Ausflug. Der geht dann bald los. Dauert noch ein paar Wochen, aber dann ist es der vielleicht vorletzte oder so. Oder der vorvorletzte. Wir gucken mal. Lasst euch überraschen. Genau. Bis dahin, alles Gute. Und schöne Grüße an unsere Abonnenten. Seid super. Danke. Ciao. Tschüss. Bye.